Gibt's was Neues, Docker? Zeit ist Geld. Fang mal so schnell an zu reden. Hat man denn nicht? Okay, tschüss. Was geht, Chef?
Ah, ein Mann aus dem Volk. Was ist das Problem? Stalker, schließe dich den Wächtern an. Leiste deinen Beitrag zum Schutz der Welt vor der Zone. Unsere Fraktion heißt Wächter. Warum, fragst du? Nun ja, ziemlich einfach. Wer außer uns soll denn sonst über die Zone wachen? Es liegt in unserer Verantwortung, die Zone und alle ihre Auswüchse zu bekämpfen. Viele unserer jetzigen Mitglieder haben als gewöhnliche Stalker angefangen. Sie wollten einfach schnelles Geld machen. Aber als sie von den Schrecken der Zone genug hatten, wussten sie, dass die Zeit zum Handeln gekommen war. Wenn es sein muss, ist es besser, das eigene Leben zu opfern, als diesen Mutanten zu erlauben, sich bei uns einzunisten. Es ist eine Schande, dass nicht alle Stalker so denken. Und noch viel schlimmer ist es, dass wir gegen solche Idioten kämpfen müssen, damit die Zone nicht weiter wächst. Das Forschungsinstitut Agroprom befindet sich in einer strategisch günstigen Lage, von den unterirdischen Tunneln ganz zu schweigen. Naja, auf jeden Fall haben wir dort vor einiger Zeit ein Programm zur Erforschung der Zone gestartet. Zuerst haben wir die Anatomie und Physiologie der Mutanten untersucht. Oder anders ausgedrückt, wir haben nach Möglichkeiten gesucht, sie leichter töten zu können. Das war eine lange, ermüdende Forschungsarbeit, bis wir zufällig im unterirdischen Teil von Agroprom auf einige Dinge gestoßen sind. Einige sehr interessante Dinge, muss ich sagen. Geheime Experimente zur Gedankensteuerung, die in Sowjetzeiten durchgeführt wurden. Kannst du das glauben? Die Jungs hatten dabei offensichtlich großen Erfolg. Sie haben es sogar geschafft, einfache Befehle in die Gedanken von Tieren einzupflanzen. Das lässt uns vermuten, dass irgendjemand oder irgendetwas die Mutanten kontrolliert. Und diese Theorie wird von allen unseren Daten bestätigt. Sobald wir einen Unterschlupf der Mutanten ausheben, schlagen sie mit Blutsaugern oder einem Rudel von Pseudohunden zurück. Je schneller wir sie vernichten, desto schneller greifen sie uns an. Das kann kein Zufall sein. Und ich glaube einfach nicht an solch eine Kette von Zufällen. Es muss mehr dahinter stecken. Da bin ich mir sicher. Achtung an alle Einheiten! Es ist uns gelungen, das Agroprom-Institut zu sichern. In diesem Moment sammeln sich Gruppen von Freiwilligen für einen Angriff gegen die Freiheit. Das oberste Ziel besteht darin, auf der Müllhalde Fuß zu fassen.
Stalker! Schließe dich den Wächtern an! Leiste deinen Beitrag zum Schutz der Welt vor der Zone! Nicht mal. Ah, du gehst. Endlich. Was gibt es denn? Hervorragende Ausrüstung. Aber was noch wichtiger ist, der Kampf gegen die Mutanten.